Du lernst und lernst und lernst und schneidest trotzdem irgendwie nur mittelmäßig oder schlecht in der Prüfung ab. Vielleicht machst du ja einen dieser drei Lernfehler. Hi, ich bin Franzi von Mentorium und habe mal wieder ein Video zum Thema Lernen für dich. Hier möchte ich dir helfen, herauszufinden, welchen Fehler du vielleicht beim Lernen machst und wie er sich vermeiden lässt. Der erste und wahrscheinlich häufigste Fehler: Du lernst zu passiv. Passives Lernen, das bedeutet, du schreibst dir zum Beispiel ewigkeitenlange Zusammenfassungen aus Büchern oder aus deinen Notizen, liest sie immer wieder durch und hoffst, dass dann irgendwas im Gehirn hängen bleibt. Schade, so verschwendest du nämlich wertvolle Zeit und das funktioniert leider gar nicht mal so gut. So packst du nämlich zwar den Lernstoff ins Gehirn rein, lernst aber nicht, den wieder abzurufen. Was hier fehlt, ist eine Methode, die sich Active Recall nennt, also aktives Abrufen. Statt also immer wieder alles passiv zu wiederholen, solltest du dir aktiv Gedanken zu dem Stoff machen. Das geht zum Beispiel super, indem du dir Fragen zu einzelnen Textabschnitten stellst und sie nach dem Lesen versuchst aus dem Gedächtnis zu beantworten. Eine weitere Möglichkeit, das super einfach umzusetzen, ist das Lernen mit Karteikarten. Ganz klassisch, auf die eine Seite schreibst du die Frage, auf die andere Seite schreibst du die Antwort. Und so kannst du dich super selbst abfragen. Fehler Nummer 2: Du machst dir keinen Lernplan. Generell ist Organisation im Abi oder im Studium ein Punkt, der leider viel zu kurz kommt. Denn glaub mir, wenn du dir rechtzeitig vor Augen führst, wann welche Prüfung ansteht und welcher Stoff bis dahin gelernt werden muss, dann nimmt das so viel Druck aus der Prüfungsphase. Du kannst mit viel weniger Stress, ausreichend Zeit und einem guten Gefühl anfangen, dich vorzubereiten. Darum hier mal einige Tipps zur Lernplanerstellung. Fangen wir ganz basic an. Hab einen Kalender. Ob das nun ein analoger Planer ist oder eine Kalender-App, ist total egal. Wichtig ist einfach nur, dass du dieses Tool wirklich konsequent verwendest und jederzeit darauf zugreifen kannst. Eigentlich logisch, aber ich sag's einfach nochmal dazu. Hier notierst du dann alle Vorlesungszeiten, Fristen und Prüfungstermine, sodass du wirklich auf einen Blick siehst, wann was ansteht und wann du was lernen kannst. So, dann solltest du dir für jedes Fach eine Übersicht aller Themen erstellen, mit der du den Lernerfolg verfolgen kannst. Zum Beispiel kannst du hier notieren, wie gut du ein bestimmtes Thema beherrschst, wie oft du es wiederholt hast und bis wann der Stoff sitzen muss. Was mich direkt zu Lernfehler Nummer 3 führt. Du lernst nur Themen, die du sowieso gut beherrschst und die dir Spaß machen. Klar, es macht natürlich immer mehr Spaß, sich mit Dingen zu beschäftigen, die einem liegen und die man kann. Aber wenn du so die Hälfte des Lernstoffs vernachlässigst, es ist klar, dass die Prüfung nicht so richtig läuft wie gewünscht. Darum mein Tipp: Beschäftige dich in jeder Lernsession ganz zuerst mit den Themengebieten, bei denen du noch Defizite hast. Diese Methode, sich gleich zu Beginn die schwierigsten Themen vorzunehmen, nennt sich auch Eat the Frog-Prinzip und sie lässt sich hervorragend auf andere Bereiche im Alltag ausweiten. Hast du dich auch schon einmal bei einem dieser drei Fehler ertappt? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn du weitere Hilfe im Studium benötigst, schau dir mal die Services auf unserer Homepage an. Ich bin mir sicher, wir können dir weiterhelfen. Außerdem freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal.